Ich bin Flamur Schola. Wir haben 17.03.2023. Es geht weiter mit dem Thema Grundeinkommen. Wie ihr wisst, bin ich jetzt schon seit einiger Zeit da dran. Und also ich habe schon seit über einem Jahr habe ich mir Gedanken gemacht zum Thema Grundeinkommen. Und seitdem habe ich Notizen gemacht und die veröffentlicht. Zuerst nur auf Facebook und LinkedIn. Auf meinem alten LinkedIn-Profil, das habe ich inzwischen nicht mehr. Ich habe ein neues LinkedIn-Profil erstellt. Und zwar habe ich immer ein Bild genommen von dem Buch oder Hörbuch, wo ich am Hören war. Ich habe dann unten nie meine Kommentare gemacht. Darum sind auch, also, alle Notizen, die haben immer eine bestimmte Länge, die sind nie länger als das, was die Anzahl Zeichen auf Facebook erlaubt. Sie sind nie länger als das. Das fällt das einem auf. Das hat mich ein bisschen dazu diszipliniert, mich so kurz wie möglich zu halten. Und dann ist es dann halt natürlich vorgekommen, dass ich nachträglich da oder dort das eine Wort wieder rausgenommen habe, weil dann unten gestanden ist, 10 Zeichen zu viel, oder? Und dann muss man die Zeichen wieder zurücknehmen. Und dann habe ich da und dort das Zeichen rausgenommen, darum ist es nicht immer ganz leserlich. Habe ich dann, wo ich das Ganze auf meine Webseite drauf da habe, flamurschalagrendel.ch, dann habe ich gemerkt, hey, das ist, ich muss das erklären. Und das mache ich jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt seit 2, 3 Wochen dran. Das erste Video auf YouTube. So, auf dem neuen YouTube-Kanal. Der alte YouTube-Kanal heißt Fokusstrategie. Dort habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Und der neue YouTube-Kanal, Flamur Schala. Seit am 2.3. habe ich gestartet. Das sind jetzt gut 2 Wochen. Seit 2 Wochen mache ich die YouTube-Videos. Und die gehen jeweils fast eine Stunde. Ich fange gerade an, wo ich gestern aufgehört habe. Gestern haben wir, oder habe ich, Werner Kirsch behandelt, Bausteine des strategischen Managements. Aus Platzgründen habe ich das nur auf YouTube nur, wie habe ich das genannt? Management Bausteine. Und abgekürzt, aber dann unten anschliessend, unten in der Beschreibung, habe ich dann den Titel richtig eingeschrieben, und zwar Bausteine eines strategischen Managements. Ja, das sind meine Notizen bis zum 30.05.2022, das ist vor einem Jahr. So, ich fange an. Wir sind gestern gesehen bei der Definition von Strategie als Lernprozess. Da geht es weiter mit. Einfach allgemein, wenn man zum Beispiel einen Interessenkonflikt. Ich hab über verschiedene Themen habe ich mir Notizen gemacht. Nicht nur zum Thema Grundeinkommen. Aber das betrifft auch das Grundeinkommen. Also bei der Austragung von Interessenkonflikten immer auch prüfen, ob Hauptinteressen berührt werden. Eventuell. Hauptinteresse in internen Dokumenten unterhalb von Logo und Slogan hinschreiben. Heißt also, ja, also, ich muss jetzt auch wieder aufpassen, wenn ich das so sage, dann ist das schon wie so eine, wie wenn ich schon sage, das muss so sein. Und das wollte ich eben nicht. Aber ich könnte jetzt sagen, und ich wollte aber vor dem auch aufpassen, nicht, dass man das wirklich so aufgreift und sagt, ja, der meint das so. Ja, muss es unbedingt so sein. Also, aus meiner Sicht, als Volkswirt, Hauptinteressen sind Grundeinkommen und digitalisierte Demokratie. That's it. Wie sagt man, full point, oder? Voller Satz, oder? Wisst ihr schon, was ich meine? Da war eine Professorin, ein Professor von mir, sind gesagt, das ist jetzt wichtig, das müssen wir notieren. Ja, auch da wieder. Hauptinteresse aus meiner Sicht Grundeinkommen und digitalisierte Demokratie. Wie würde jetzt der Slogan heißen vom Staat? Was wäre das für ein Slogan? Der Slogan ist wahrscheinlich Präambel. Verstehen Sie das? Wenn jetzt der Präambel der Slogan ist, ist zwar ein bisschen längerer Slogan, muss ich sagen, aber wenn jetzt das Slogan ist, mit denen ist das schon verankert. Grundeinkommen und digitalisierte Demokratie. Wenn man das genau geht, durchlesen, dann ist das eigentlich schon drin verankert. He? Das Grundeinkommen ist eine Art eine natürliche Folge von der ganzen Digitalisierung und maschinellen Produktion, vollautomatisierte oder vollrobotisierte Betriebe. Das ist eine natürliche Folge davon.
E improve. Nee, ich werde das noch machen, dass ich einzelne Berufe durchgehe. Vielleicht schaue ich, ja, was ist ausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Aber ich werde da und dort einzelne Berufe durchgehen und sagen, schau, da braucht es gar nicht so viele Leute in dem Beruf. Und da auch nicht. 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 Und dann gehen wir zur Statistik. Statistik und Arbeitslosigkeit. Ganz interessant. Und wenn ich jetzt Daten hätte, ich kann das schon untersuchen, aber ich habe Daten nicht und ich bin nicht tiefer rein, ich will das nicht mehr. Mir reicht es schon, wenn ich sage, hey, da muss man ein bisschen hinschauen und da, zum schauen, ob meine Thesen stimmen. Also meine Aussagen, eine These, eine Hypothese ist eine Aussage, ich sage, hey, vielleicht ist es so. Oder ich denke, es ist so. Oder ich denke, es könnte so sein und dann kann man genau schauen, ob das stimmt. So, bei der Austragung von Interessenskonflikten, es gibt immer Interessenskonflikte, irgendwo weit unten in der Verfassung. Ich kann immer daran denken, was sind die Hauptinteressen? Sonst tut man sich wegen irgendetwas Unwichtigem treten. Und das Wichtige lässt man einfach beiseite. Muss man aufpassen davon. So, weiter. Dann habe ich da ein bisschen Werbung gemacht für meine eigene Methode von der History zur Marketing Story. Ja. Wie man eine Marketing Story ableitet, wenn man geht und schaut die Geschichte an, vom eigenen Unternehmen. Ja, wenn die nicht so grossartig ist, Unternehmensgeschichte, dann schaut man die Geschichte an von den Gründern. Und anhand von dem kann man dann so eine Marketingstrategie ableiten. Ja, also, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo reingeschrieben habe. In einer Welt, wo technisch alles möglich ist, hä, da geht es immer noch um Wert. Und wo finden wir den Wert? Eben in der Verfassung. Von oben angefangen lesen, nicht unten. In der Präambel gestartet und dann geht es dann ab. Wir gehen nicht von unten auf und lesen, oder? Genau das gleiche gilt auch hier. Dann muss man doch zuerst mal das durchlesen und dann kann man sagen, ah, das ist unsere History. Und dann leiten wir aus der History eine Marketing-Story ab. Ein Staat kann eine Marketing-Story entwickeln. Wieso nicht? Wenn die Marketing-Story passt, dann wollen wir gerne im Staat arbeiten. Und die muss aber irgendwie einen Bezug haben zur History. Plus, wenn man die History kennt, ja, und dann schon die Verfassung lesen und dann noch ein paar Dokumente, die habe ich alle auf YouTube eingelesen. So interessante Dokumente, alte Dokumente. Wenn man das durchlesen, dann kennt man schon die Marketing-Story. Dann hat man sie schon, breitet man sie schon in sich. Dann kann man schon noch eine schreiben, aber dann muss man auch nicht mehr über Details reden, weil dann weiß jeder Mitarbeiter, ja, Mitarbeiterin, auch gemeint natürlich, weiß jeder, hey, ja, das, was ich jetzt vorhabe, marketingtechnisch, das passt nicht. Wieso? Es gibt eine History. Während wir die Marketing-Hauptstory abgeleitet haben, jetzt kann ich doch nicht so Nebenstorys aufgleisen, die mit der Hauptstory nichts zu tun haben. Das geht nicht. Ich mache jetzt einfach das. Ich habe gesehen, eine andere Firma macht das. Oder ein anderer Staat macht das auch. Ja, ist schon gut, aber die haben eine andere Geschichte. Du kannst doch nicht das Gleiche aufgleisen. Kannst du nicht einfach irgendetwas. Jemand schafft mit. Ich weiß auch nicht. Irgendein Beispiel mit keine Ahnung, Fragen stellen. Das hat etwas zu tun mit deinem Geschäft. Und Geschäftsinhalt, wenn ja. Gut, aber wenn nicht, kannst du eine Marketingaktion machen. Nein, ich habe schon bei Institutionen, Firmen gesehen, die haben eine Marketingkampagne. Also, eine Kampagne, die eine Kampagne mit der anderen Kampagne nichts miteinander zu tun, aber gar nichts. Keine Chance. Also, egal wie das. Oder jetzt kann man sagen, ja, vielleicht hast du es nicht gesehen, aber wir sehen es schon. Nein, ich habe das so genau angeschaut. Da habe ich gesehen, die Marketingkampagne hat mit dieser Marketingkampagne nichts zu tun. Und das kommt wahrscheinlich noch von der gleichen Person. Dann macht die 30 Tage eine Kampagne. Ja, ist gut. Jetzt machen wir die nächste Kampagne. Und dann machen wir die nächste Kampagne. Und dann wieder die nächste Kampagne. Und wieder die nächste Kampagne. Aber das hat
Met de history niets te doen, met de marketing hauptstory hat das niets te doen. Das kann man doch nicht machen. Versteht ihr? Und dann hat man nachher als so eine Firma hat eine Art wie öffentliche Marketing-Identitätskrise. Das wird so wahrgenommen von Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Die schauen sich die Firma an und sagen, oder die Institution und sagen, hä? Die Kampagne, die steigen einfach auf jeden Trend auf. Aber es ist nicht originell, es ist nicht originell, es kommt nicht von dort, dort ist nicht der Ursprung. Der Ursprung von dieser Kampagne ist wahrscheinlich, die haben dort etwas angeschaut, und von dieser Kampagne, die haben sie dort hinten etwas angeschaut, und von dieser Kampagne irgendwo da etwas angeschaut. Und das passt nicht miteinander zusammen. Und das spürst du als Kunde, das spürst du auch als potenzieller Mitarbeiter, das heißt, aber in einer Institution, das heißt, was stehen die eigentlich, wieso soll ich zu denen gehen? Bei denen weiss ich, die stehen für das, die stehen für das und die stehen für dieses. Aber bei denen dann, ich habe keine Ahnung, für was die wirklich stehen. Und das ist das Problem. Darum muss man zuerst mal die History anschauen. Und dann leitet man aus dieser History eine Marketing-Story ab. Und aus dieser Marketing-Story, nachher, das ist so wie ein Quellwasser, der sprudelt aus einem einfach eine Idee nach der anderen raus. Und dann ist man, bei der einen Marketingkampagne und dann bei der nächsten und bei der nächsten und die passen alle, dann hat es einen roten Faden und dann weiß auch jeder, um was es eigentlich geht und weiß auch, wie jede Kampagne zueinander steht, in welchem Zusammenhang und zwar, weil sie die Marketing-Hauptstory kennt. Und dann erzählt man mit jeder Kampagne einen Teil von der History. Und so bleibt das einem im Kopf. Und wenn man das Produkt sieht, weiß man, es geht um das. Wir haben jetzt schon andere Marketingmethoden, aber das heisst nicht, dass wir uns komplett von der History ablösen können. Wir müssen doch trotzdem schauen, was ist die History und aus dem eine interessante Marketing-Story aufbauen. Und dann erzählt man die Story. So. Jetzt, und ich schaue hier nur die Schweiz an, ich schaue nicht andere Länder jetzt an. Ich kann schon noch auf andere Länder eingehen, das kann ich schon, aber ich will jetzt mal auf die Schweiz eingehen. Jetzt nehmen wir die Schweiz in den letzten 100 Jahren. Das sind auch eine kürzere Zeitspanne, oder eine längere, spielt keine Rolle. Aber nehmen wir die Schweiz in den letzten 100 Jahren. So, jetzt haben wir ja die Entwicklung, so eine schnelle Entwicklung, wo dann plötzlich auf einmal kommt eine Entwicklung, eine Innovation nach der anderen. Dann muss man schon gut die History nachlesen. Vielleicht hätte ich das noch als Link rein tun. Habe ich jetzt nicht gemacht, ist jetzt halt so. Und was ist das? Ja, gut. Wenn wir bei Fokusstrategie gehen, auf meinen alten Kanal, dann wollen wir da auf Playlist. Da habe ich so eine Playlist. Ich schaue schnell nach, ob ich das gerade finde. Ich habe dann noch Kantonsverfassung eingelesen, ist auch interessant. Eine Kantonsverfassung, wie die ein Unterschied, also ein Kanton, Unterschied zwischen den Kantonen, sehr interessant. Aber was ich auch gemacht habe, ist gesehen, warum habe ich doch den Bundesbrief eingelesen? Was ist jetzt auch das? Ja, dann so ein Contrat d'Indépendance von der Schweiz. Neutralität, dass man Neutralität, Zusicherung von der Neutralität. Das habe ich irgendwo, ich muss dann schauen, was die Playlist ist. Ich schaue gerade nach, ich finde das sicher noch schnell. Da auch nicht. Ja, und wenn man sich die Sachen anhören kann, das kann man sich jetzt anhören, weil ich es eingelesen habe. Das haben sie mir aber nicht gelöscht. Pfaffenbrief habe ich gelesen. Gibt es schon noch Zielfokusstrategie? Pfaffenbrief. Pfaffen. Da habe ich das. Ich mache das nachher gerade so, und zwar tue ich, wenn ihr in die Playlist zur Verfassung durchgeht, wenn ihr irgendwann, habt ihr da noch
Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Das habe ich auch noch eingelesen. Jetzt nicht viel, es sind etwa 20 oder 30 Stück, die habe ich alle eingelesen. Dann, ja, wo das Bundesgericht zu verschiedenen Themen sich prononciert, also prononciert, aussprechen, Positionen erklären, soll ich das übersetzen. Dann habe ich dann aber noch weitere Texte eingelesen, zum Beispiel Aufsichtsreglement des Bundesgerichts. Der Bundesbrief, Le Pacte fédéral, Morgartenbrief, Pacte de Brunnen, Pfaffenbrief, Chartre des Prêtres, de Saint-Pacher Brief, Convenant de Saint-Pacht, habe ich noch Französisch gelesen, Convenant de Stans, ja, ist richtig so. Déclaration des puissances portant reconnaissance et garantie de la neutralité. Und dann geht es so weiter wieder mit dem Bundesgericht. Was habe ich da gemacht? Ja, das haben wir. Das können wir nachher als Playlist unten tun. So, und jetzt hätten wir die History kurz durchgelesen. Es geht einen Tag, zwei Wochen, schnell. Oder wenn man unterwegs ist mit dem ÖV, dann tun wir schnell um mich und auf dem Rückweg lässt man sich schnell die Fassung an, dann geht es schnell durchlesen, ist alles online. Ich glaube, ich habe dort sogar zeigt, wo ich die Texte noch habe und so spielt man die. Dann muss man das schnell suchen. Online und dann findet man die Texte und dann liest man die durch und dann kennen wir die History. Ich finde, das sollte man mal gemacht haben. Ich finde, man sollte auch alle 5 Jahre die Fassung schnell durchlesen. Eine Stunde, zwei maximal, dann bist du durch. Im Text. So, History hast du erstellt. Und dann weißt du, welche Marketing-Story wir aufgleisen können, aufbauen können. Wie können wir die Schweiz anpreisen? Nach innen, Mitarbeiter, und nach außen, Kunden. So läuft das. Ein Staat hat auch Kunden. Kunden, wer sind Kunden von der Schweiz? Das Ausland, das Ausland, das sind unsere Kunden. Wer sind Mitarbeiter von der Schweiz? Das sind wir hier drinnen. Im übertragenen Sinn. So, dann haben wir die History gelesen, wissen, dass unsere Marketing-Story muss irgendwie sinnvoll sein. Das können wir, also was wenn wir 2040 zurückschauen und sagen, wir sind die Letzten, die das Grundeinkommen eingeführt haben. Das passt doch nicht, das passt doch einfach nicht. Ich finde, also ich persönlich finde, das passt nicht. Wenn wir in 10 Jahren zurückschauen oder in 20 Jahren und sagen, ich weiß nicht, das Land dort hat es zuerst eingeführt, dann dieses Land, dann das Land irgendwo auf einem anderen Kontinent. Ja. Dann hat der ganze Kontinent ein anderes Kontinentsgrundeinkommen eingeführt. Dann hat es die ganze EU eingeführt. Und dann sind wir als Schlusslichtli im 2040 haben wir auch nachgezogen. Ich wollte das nicht tiefer eingehen. Ich glaube noch zu dem Text, habe ich noch da unten, wie heißt der Monsieur? Bertrand Piccard, glaube ich. Ist das richtig? Ich weiß auch nicht. Es hat doch mal so vor 20 Jahren immer einen gehabt, der so rumgeflogen ist mit den Solar. Wisst ihr denn? Der haben wir immer irgendwo in den Medien gesehen, mit den Segelflugis, umeinander und so und um die Welt um und so. Und das hat irgendwie schon noch zur Marketing-Story von der Schweiz passt, finde ich. Ja, History, Marketing-Story. Die hat irgendwie zur Schweiz passt und alle haben irgendwie, wir da innen, wir haben da gedacht, ja, also, ich meine, ich bin ja, zum Beispiel früher auf Stans rauf, oder auf Schwarzenberg, Schwarzenberg, das ist da gerade beim Pilatus unten. Dort sind wir geschlittelt, dann hast du mit dem Schlitten drauf gefahren, nachher bist du alles raufgelaufen. Das hast du dreimal gemacht, dann bist du müde gewesen, dann hast du ein Jahr nicht mehr gesagt, ich will Skifahren, oder gut. Schlittler, dann hast du kein Geld ausgegeben. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon schlau von Ihnen. Ja, ich habe mir gerade letzte Tage gegangen, wieder mal auf Schwarzenberg rauf, um zu schauen, wie das gesehen ist. Das hat sich angefühlt, wie wenn ich auf, keine Ahnung, den höchsten Berg würde. Und das hat sich wirklich noch Climbing angefühlt und Wintersport. Ja. Ja, so hat sich das früher angefühlt. Da sind wir mit dem Schlitten dran, mit dem Ski und irgendwie hat jeder so seinen Teekanister mitgenommen und seine Thermos, genau, Thermos und so.
Alle sehen dich am Aufwärmen, so in einer Stunde sind alle unterkühlt gewesen. Ja, ich weiß nicht, wieso ich da drin bin. Genau, ich bin hier in der Umgebung aufgewachsen. Ich meine, die weißen Segelflugis, die oben durchgeflogen sind, wir haben alle gewusst, ja, die tun auch die Segel, jemand zieht sie auf und dann haben die sehr lange, bis sie wieder runterkommen. Und wenn sie irgendwo einen Aufwind verwünschen, dann kommen sie wieder rauf. Und gut ist, und der andere hat einfach noch Solar oben drauf da. Und für uns ist alle gesehen, ja, hey, das, ja, gut, schön, und jetzt? Was soll das? Aber im Ausland, Kunden, die haben sich schon gesagt, hey, das tönt gut. Das tönt sehr gut. So können wir Wasser aufpumpen. Und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, irgendwie haben wir das wie abgewürgt. Die haben gesagt, ja, das interessiert doch keiner so etwas, komm, wir würgen es einfach ab. Und dann haben sie alle abgewürgt. Und so, ja, der Green Gap, wo man dort hat können, eine Leader Position reinnehmen. Vor 20 Jahren ist das gesehen, glaubst du, oder 30 Jahre, ich glaube. Unterschwellig bin ich sogar wegen dem auf Genf gegangen, weil ich dachte, hey, die sind voll so auf Innovation. Das hat mich dann erinnert an so also Kinderzeiten, wo ich so Geschichten geschaut habe, in 30 Tagen um die Welt oder in 100 Tagen um die Welt. Stehen da so Erfinder, Geschichten, die einem ziehen, aufziehen. So, und irgendwie haben wir doch das verpasst, dort so eine Leader Position reinzunehmen, vor 20, 30 Jahren, mit der, dass man das einfach gesagt hat, ja, das ist ja gut, das ist schön und gut, dass der dort ein bisschen rumfliegt. Wenn wir da aufzieht, das interessiert doch niemand. Mit dem kannst du kein Geld machen. Ich glaube, mit dem hätten wir sehr viel Geld können machen, so richtig viel. Wie kann man das Grundeinkommen finanzieren? Hätten wir das damals ein bisschen besser verfolgt, denke ich, hätten wir heute vielleicht eine Finanzierungsquelle fürs Grundeinkommen. Dann würden wir heute und noch die nächsten bis 2050 würden wir von dort abschöpfen. Hätten wir, ich glaube, das hätten wir eben nicht umgesetzt. Die ganze Zeit hätten wir so ein Schreiben gehabt, dort rundherum, wie wir das Ganze müssen machen müssen, so die grünen Dings. Vor 20, 30 Jahren. Und jetzt ist das so ein bisschen in den Eliten, in ganz Europa ist das Mode, grün und vegan und so. Aber über das haben wir hier vor 20, 30 Jahren geredet. Ja, jetzt ist überall Autos, Elektroautos. Hätten wir dort eigentlich so eine Leader-Position hinein? Ich glaube nicht, dass wir die Leader-Position in diesem Bereich haben. Ich glaube eher, wir sind hinten drin. So, ja, Jara, zahlen Sie das Grundeinkommen. Jein, hätten wir damals richtig entschieden, dann hätten wir jetzt eine Quelle fürs Grundeinkommen. Nicht nur das, sondern wir hätten eben jetzt auch die Marketing-Story würde passen. An was wollen wir jetzt anknüpfen? An was wollen wir heute, im 2023, an was wollen wir anknüpfen? Wollen wir anknüpfen, dass wir das verpasst haben, die wichtigste Entwicklung damals? Dass wir dort nicht Pionier gewesen sind. Das ist ein Begriff. Da, fangen wir mal an. Marketing Story Schweiz. Ja, genau zulassen. History. History. Ja, ich muss das jetzt noch nicht mehr verbinden. History zu Marketing Story. Was kommt da noch unbedingt hinein? Pionier. So, wo sind wir Pioniere jetzt? Wenn wir anknüpfen, die grünen Wähler. Noch nicht. Wenn wir dort eine falsche Entscheidung vielleicht getroffen haben. Ich nehme das nur so ein bisschen exemplarisch. Eigentlich, das geht mir gar nicht so. Ich wollte nur sagen, vielleicht haben wir den Grund gekommen. Wenn wir auch ein bisschen die sind, die zuerst einen Schritt wagen und nicht dann wieder das Schlusslicht sind. Nachher alles verpassen. Aber wenn und hätte und ich weiß schon, aber hätten wir das gemacht vor 20, 30 Jahren, dann würden wir jetzt auf das zurückschauen und sagen, wir sind Pioniere da in diesem Bereich. Seht man, vor 20, 30 Jahren hat man so Pionierswerbung noch gesehen. Und zwar in jedem Bereich haben wir Pionierswerbung gesehen.
Und man gewusst hat, das kommt aus den 70er und 80er Jahren. Vielleicht 90er Jahren noch. Dann hat man, eine ganze Generation hat von dem profitiert, was man vor 30, 40 Jahren entschieden hat. Heute, 2023, profitieren wir nicht, was wir im 2000 entschieden haben. Profitieren wir nicht davon. Im 2010 hat man auch nicht davon profitiert, was man im 2000 entschieden hat. Hätten wir dort das genauer verfolgt, dann würden wir jetzt im 2023, im 2030, im 40, im 50 vielleicht noch sogar, ne, Werbung sehen, ne, wir sind, ne, Schweiz, ne, wir die Pioniere. Setzen Maßstäbe, bla bla bla. Ne? Und so weiter und so fort. Und nachher die Kampagne, die kommen wie von selber raus. Gut. Ne? Schwamm drüber, jetzt vorbei. Ne? Der Zug ist abgefahren, ja, wenn wir es machen. Jetzt schauen wir wieder vor. Jetzt können wir nicht einfach hinterher schauen und sagen, schauen wir mal, was wir alles verpasst haben. Das hätten wir so und so und so. Und so können machen. Und jetzt können wir uns. Gegenseitig jenseits Vorwürfe machen, der Generation, die das hat, richtig müssen entscheiden. Auch Vorwürfe machen, das bringt uns alles nichts. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Aber man kann sich sagen, hey, jetzt haben wir das Jahr 2023. Wie weit sind wir mit der Vollautomatisierung der Betriebe, Vollrobotisierung der Betriebe? Wo sind wir schon angelangt? Und wenn wir die Ersten sind? Ich weiß schon, es gibt so Strategien und das lernen wir dann. Das stimmt alles. Wenn du der Erste bist, was machst, dann verlierst du viel Geld und dann kommt einfach einer und macht das einfach. Biert dich einfach. Dann ist es besser, wenn du im Windschatten nachher fährst. Dann ist es weniger Aufwand und nachher im wichtigsten Moment überholst du ihn. Ja, ist gut, aber hey, da geht es um etwas anderes. Pionier sein, das ist das Marketing vielleicht von der Schweiz. Dann kannst du nicht Windschatten-Taktik, Strategie verfolgen. Dann musst du wissen, hey, wenn du bis jetzt in der Geschichte als Pionier da gestanden bist, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, hey, Kosten-Nutzen-Analyse, es ist gescheiter, wenn wir da eine Windschatten-Strategie fahren. Ja, aber dann bist du auch, die Story passt nicht mehr. Es passt nicht mehr, du wirst nicht mehr richtig wahrgenommen. Die Schweiz wird nicht mehr wahrgenommen als Pionier. Wieso? Weil wir eben die Windschatten-Story, wir machen jetzt auch etwas ganz anderes. Wir haben History komplett ausblenden, ja, das brauchen wir nicht mehr. Und dann machen wir plötzlich aus der Marketing-Story Pionier bis vor dem 2000, kommen wir nach dem 2000 in die Marketing-Story Windschatten rein. Gut. Kampagnen, die aus der Windschatten-Story kommen, kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht brauchen. Die machen gar keinen Sinn. Finde ich persönlich. So, und jetzt, damit wir nicht nochmal in so eine Zeit kommen, wo eine Kampagne nach der anderen nichts miteinander zu tun hat. Und wenn man die Kampagne anschaut, auch nicht irgendwie Rückschlüsse liefert, he, zur History im Hintergrund, das geht nicht. Dann muss man sagen, hey gut, wir müssen doch jetzt nochmal die History knüpfen und uns überlegen, ah, wir sind Pionier. Das heisst, als Pionier müssen wir dafür sorgen, dass wir in den nächsten 3 Jahren, 30 Jahren, eine Marketing-Story aufgleisen können, die uns eine Marketing-Kampagne nach der anderen liefert. Wieso? Damit wir Ausstrahlenkraft haben. Eine gute Ausstrahlenkraft. Weil wir haben hier so viele Organisationen in dem Land. Die Leute kommen gerne hierher, aber wisst ihr, wenn sie da hinkommen? Sie kommen da hin, wenn sie wissen, die Schweiz, Pioniere. Dann kommen sie in die Schweiz und sagen, wir wollen bei diesen Pionieren arbeiten, studieren. Von dort aus wollen wir unsere Nachrichten und verbreiten. Es ist nicht immer einfach zuvor, vorne stehen und sagen, hey, wir wissen es besser. Aber das gehört ein bisschen dazu als Pionier. Und darum denke ich, es lohnt sich mit dem Grundeinkommen, es lohnt sich mit dem Grundeinkommen so richtig gut auseinanderzusetzen. Und zwar einfach den Businessplan machen zum Grundeinkommen. Machen den Businessplan zum Grundeinkommen. Ja, Finanzierungsfrage, wie tun wir das finanzieren? Wie tun wir das, wie tun wir das umsetzen? Wie sorgen wir dafür? Wie soll das genau aussehen? Das sind unsere Kosten.
Personalplan. Was brauchen wir an Personal, um so etwas richtig durchzurechnen, das zu umsetzen, die Leute informieren, alles drum und dran. Ich würde das machen. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, dann finde ich auch die richtigen Leute und dann würde ich schnell so ein Team aufsetzen, das das Ganze durchrechnet und macht und tut. Und dann hätten wir das. Dann kann man das dann unterbreiten. Verschiedene Stakeholders. Holders, weiß ich nicht. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Doch, es spielt schon eine Rolle. Wenn man es weiß, dann sollte man es richtig sagen und man sollte es eigentlich richtig wissen. Dann haben wir die Stakeholder informiert. Dann sagen die Stakeholder ja oder nein. Und wenn sie ja sagen, gibt es eine Initiative, dann wird das abgewinkt. Abwinken, ja, das sagen wir, wenn wir ja sagen. Eine Stunde. Und dann setzen wir das so. Und dann hätten wir wieder einen Pioniers. Das habe ich jetzt genug aufgezeigt. Nicht nur das Nils und Zwecks, sondern auch die Zuhörer und so dann, um der letzten Interface nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt das nicht mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man in der Verfassung nie hat über Big Data redet. Kanton. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann doch nicht sein, dass ich bei 197 Artikeln nicht einen einzigen Artikel über Big Data gefunden habe. Kein einziger Artikel. Die Schweizer Bundesverfassung. Also wenn das stimmt, ich müsste es prüfen, denn das ist genau ein Hinweis darauf. History, Marketing Story, passt nicht so zusammen. Irgendwie passt das nicht. Wieso nicht? Wo ist doch der Pionier, wenn in der Verfassung drinnen nichts über Big Data steht? Big Data ist ein Unterschied zwischen Datenschutz. Es gibt einen Datenschutz, es gibt einen Unterschied zwischen Datenschutz und Big Data. Big Data hat eine andere Implikationen. Zum Beispiel könnte man sich sagen, ein Gesetzesvorstoß, dass man sagt, hey, wir dürfen nur Unternehmen in unserem Land. Wir können nur Unternehmen bei uns Zugang, wo Big Data offenlegen, und zwar alle Institutionen in der Schweiz. Sei es als Universität, wenn ich an der Uni studiere, haben wir ja auch Zugriff gehabt auf verschiedene Wirtschaftsdaten und so. Ja, das sind jetzt Suchmaschinen. Dass man sagt, ja, die grossen Unternehmen, die haben ja auch die haben genug Datensätze. Dass man sagt, ja, zumindest Daten von der Schweiz, auf die wollen wir als Unternehmen zugreifen. Anonymisiert, ne? Und dann nehmen wir die grössten 10 Unternehmen, die Big Data haben, einfach so die bekanntesten Smartphone-Geschichten, ihr wisst schon welche Applikationen, und sagt, hey, wenn ihr da in der Schweiz, die wollen ja in der Schweiz und die wollen überall, ne? Geschäfte, das sagt man, wir hätten gerne Zugriff auf die Daten. Als Universität. Oder haben sie das schon? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich etwas verpasst. Kann ja sein, dass sie das haben. Und ich rede über etwas, wo hinten und vorne nicht stimmt. Dann geht man hin und schaut, hey, bemerkt man sofort, dass die Leute sind unzufrieden. Wieso? Weil sie ihren Job verlieren oder Angst haben davon. Sie wollen nicht mal den Job verlieren. Es reicht nur schon. Wenn plötzlich der Moment kommt, wo die Leute merken, hey, bald habe ich keinen Job mehr. Und bald kann es sein, in 5 Jahren oder 10 Jahren. Und dann merkt man vielleicht so eine Stimmungsschwankung, wo man nur über Big Data herausfindet. Wie kann die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen erhöht werden? Wie überhaupt die Fähigkeit, Kritik als positiv zu empfinden? Stellt da nicht der Werner Kirsch, das ist eine wichtige Frage. Als Unternehmen, dass ich einen Mitarbeiter, der kommt und kritisch ist, dass ich ihn nicht gerade rausstelle. Meistens ist ja noch jemand dazwischen, ein Manager, wo ja keine Kritik vertragt, weil er weiß, dass das wichtig ist für das Unternehmen. Es gibt so viele davon. Es gibt so viele Menschen im Admin-Staff, die nicht begreifen, dass Kritik etwas gut ist. Es gibt so viele davon. Der Grund ist,
Hij verstrafte die niet maar zei die al, er is te veel kritiek gekomen, moet je vrijstellen. Wat zijn die personen mogen dus? De neugd zei zich, welke was het met de voorganger vrijgesteld? Ja, we willen te veel kritiek begonnen. Zei hij, is goed. Wanneer ik kritiek begon, toen ik zelf niet wie eruit. Of toen die kritiseerde die persoon, die ik niet meer bezorgen. Soms mag ik het springen. In zin voor dat ik niet verzorgd de vader bij deze persoon, die ik kritiseerde, kon ze vinden. Wie kan die Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen? Das Seite und dann auch Kritikfähigkeit. Ich finde, das kann man mit dem Grundeinkommen irgendwie lösen. Umso weniger Arbeitsplätze wir haben, umso weniger werden wir Zeit haben für kritisches Hinterfragen. Hauptsache ein Job, dann machst du alles im Job. Schön, wenn irgendwo in. Stell dir irgendeinen Bereich vor, wo du arbeiten kannst. Stell dir auch deinen eigenen Job vor. Stell dir vor, du weißt, dass du bist in einem Team mit 5 Arbeitskollegen und du weißt, in 6 Monaten sind wir noch zu vierte. Sagt der Chef, meint er, kannst du das machen? Sagt er ja. Der zweite sagt auch ja, der dritte auch, der vierte auch. Und du, wo eigentlich einer bist, der kritisch in der Frage, sagst du, soll ich jetzt kritisch in der Frage und in 6 Monaten meinen Job verlieren oder soll ich es einfach machen? Dann machst du das einfach. Ja, aus dem Blickwinkel ist das Grundeinkommen, finde ich, sinnvoll. Was sind das für allgemeine Gedanken zur Definition von Fakten? Fakten sind nicht rechtzeitig gestellte Fragen. Ja, ein soll philosophisch denn. Da habe ich mir noch überlegt, wie wir so etwas machen können, dass man vielleicht ein bisschen besser versteht, was auf uns zukommt. Ich habe mir gesagt, wie sieht die Schweiz aus, wenn alle Arbeitsplätze durch Roboter ersetzt werden? Ja. Ja, wie Roboter auch an Maschinen denken, die menschliche Arbeitstätigkeit ersetzen. Und wir kennen ja die Wirtschaftsmodelle. Und das ist eher für die, die VWL studiert haben. Ja. Labor and Capital, L&K oder L&C. Und einfach Mitarbeiter L durch Roboter R ersetzen. Das macht man zwar nicht so. Aber ich würde es genauso machen. Obwohl es falsch ist, würde ich es genauso machen. Weil R ist eigentlich Teil von Kapital. R ist Teil von Kapital. Darum geht das rein und irgendwie sehen wir dann, es braucht aber gleich zwei Seiten. Und du kannst nicht nur R und A. A ist Progress. Du kannst nicht nur R und A in deinem Modell haben, das L ganz rausnehmen, der Mitarbeiter. Warum? Was machst du? Du nimmst den Roboter R rein. Und setzt ihn wie als Gegenstück zum Kapital. Und dann schaust du das mal an und rechnest ein paar Sachen durch und dann kommst du auf ein paar richtige und wichtige Fragen. Also stellst du dir vor, der Roboter würde einen Lohn bekommen. Das ist vielleicht gar nicht nötig, aber du würdest es mal machen. Mach das mal. Und dann kannst du dir nachher die Frage stellen, wem gehört der Roboter? Gehört jedem, hat jeder Mensch in dem Land, wo jetzt einen Arbeitsplatz hat, in 2 Jahren einen eigenen Roboter, der für ihn arbeiten kann? Und der bringt dann ihm den Lohn heim. Dann muss er ihn einstecken über Nacht, damit er am nächsten Tag wieder Strom hat. Oder gehört der Roboter zum Beispiel dem, der auch das Kapital gehört? Einfach solche Fragen kann man sich dann nachträglich stellen, aber echt muss man das Modell kurz aufstellen. Ja, dann gehen die Roboter sich gegenseitig unterbieten und dann gehen die Preise runter, die Löhne runter, Lohnkosten, Roboter. Auf was? Auf Strom, für Strom, Stromkosten. Und Instandhaltungskosten. Und dann zahlst du dann gleich noch Löhne. Das ist, was ich meine. Und dann überlegst du, wie kann der Roboter günstiger werden für die Produktion. Und dann hast du nachher ein interessantes Modell.
En heeft ik wist ja blij te doen, zoals dat. En dan was nog wat terug op de realiteit. En dat gemacht is, dan begreep je wat los is. En wist je dan eigenlijk prijzen aan, was ik dan niet aan. Hoe ik mijn prijzen aan begon, moest ik het anders lezen. Wir können nur mehr das Klönen aufgehen, wir können das nicht, das Klönen abhören. Machen wir das mit Roboter machen, noch dann schaut man sich das an, was alles für Implikationen hat. Und dann haben wir da noch verschiedene Sachen erklärt. Ja, ich muss jetzt auch nicht auf alles eingehen. Ich habe auch nicht versucht, dann. Allgemein. Ja, Werner Kirsch, er redet davon, dass man sich ein Feindbild identifizieren lässt. Das ist sicher ein grossartiger Typ, aber ich habe mich einfach gefragt. Es gibt auch andere Möglichkeiten, um Produktivität zu erhöhen, ohne Feindbild. Statt sich ein Feindbild vorzustellen, einfach sich ein eigenes Vorbild vorstellen. Also als Feindbild kann man als zweit, dritt und viert und fünft Platzierte. Ja, und er kann nicht mehr. Wenn du erst platziert gehen, beraten. Sagen wir, du hast 200 Länder. Dann ist nur eins davon erst platziert. Alle anderen sind nicht erst platzierte Länder. Das heisst, alle anderen haben ein Feindbild, sozusagen. Wenn wir mit Ländern reden, anstatt mit Firmen. Sagen wir, erst platziertes Unternehmen und dann noch neun andere nicht erst platzierte Unternehmen. Er denkt an Geld machen, ist ja klar. Und so kommen neun von diesen anderen Firmen zu ihm und sagen, wir stellen sie ein als Berater, aber erst platziert kann ich nicht als Berater einstellen, weil die kein Feindbild haben in dem Sinn. Es sind nur einer, der von hinten kommt. Und aber was macht der Erstplatzierte? Wenn er die ganze Zeit hinterher schaut, macht er einen Unfall. Er muss die Führer schauen. Er muss sich ein Vorbild, imaginieren. Sich ein Vorbild vorstellen. Für den Erstplatzierten, muss man immer wissen, das, was der Werner Kirsch da schreibt, das gilt für alle, nur nicht für den Erstplatzierten. Ja, wenn wir jetzt sagen, wenn wir zurückgehen so von History zur Marketing Story, Pionier, als Pionier, sollst du dir nicht ein Feindbild vorstellen. Du kannst nicht sagen, ja, ich nehme jetzt den Werner Kirsch, ein SGI, was ist SGI? Strategisches Geschäftsfeld, Einheit. Wird bei ihrer Bildung daraufhin überprüft, ob sich ein Feindbild identifizieren lässt. Na gut, gilt für alle, nur nicht für den Erstplatzierten. Ein solches Feindbild ist ein Konkurrenzunternehmen beziehungsweise eine seiner Teileinheiten. Als Pionier hast du kein Konkurrenzunternehmen. Das ist inexistent. Wenn du sagst, doch, ich habe ein Konkurrenzunternehmen als Erstplatzierter, dann ist das Problem, dass du am Hinteren schauen bist. Und dann überholt dich dein Windschatten. Irgendwann. Und das ist jetzt zum Beispiel, ich habe dann noch aufgezeigt, für jemanden, der nicht erst platziert ist, dort kann man mit dem arbeiten. Einfach für ein anderes Land habe ich mir überlegt, dass man eine Fassade Durchschnittslöhne eintut. Von den Ländern, umliegenden Ländern, dass man sich mit dem messen und dann haben wir von jedem umliegenden Land, tut man Flaggen an und wie hoch der Durchschnittslohn ist von den Ländern und wo der eigene Durchschnittslohn ist.
En de wijs maar aan, je likt het om 150 euro hinder drie. Huh? De wijs aan, wenn ich dat job had, dan wäre ich über dem Durchschnitt. Was muss ich dafür machen? Ah, ich muss nur Deutsch lernen. Die lernen das Deutsch und das sind schon über dem Durchschnitts, Lohn vom, Feindbild. Das ist nicht böse gemeint mit Feindbild, aber es ist falsch für den Erstplatzierten. Für jemanden, nicht Erstplatzierten, für den Letztplatzierten, ist es schon richtig, so zu denken. Solange man nicht, wegen dem gewalttätig wird, natürlich. Ja, aber jetzt nehmen wir hier Letztplatzierten. Wenn wir vom Letztplatzierten reden, dann macht das Sinn, was er da sagt. Der Werner Kirsch. Beim Letztplatzierten muss ich auch sagen, ja, Werner Kirsch. Benissimo. Perfekt sind sie, was sie da erzählen. Und dann würde ich das da nicht machen. Und dann würde ich ihn, dann würde ich den Herr Werner Kirsch zitieren und sagen, der Werner Kirsch sagt das. Und darum tun wir das da an die Wand rauf, mit der Flagge von diesen Ländern. Und dann weiß jeder, und dann kann man dann eben daran schreiben, wenn du Deutsch lernst. Dann sind wir um zwei Positionen weiter oben. Dann wissen alle, was sie lernen. Dann lernen alle Deutsch. Und dann tut man das auf so einer Hauptpromenade rein, wo jeder sieht. Da siehst du es auch. Da siehst du, ah, wir sind hinten drin. Da siehst du es jeden Tag. Dann stellt sich das. Und dann lernst du Deutsch. Das heißt, es ist gut, ich kann gut Deutsch lernen. Extra. Und sie können es ein bisschen rauf. Dann merkt es selber auch, hey, du bist nur dein eigener Fan. Und nachher steht dann, wenn du IT lernst, dann bist du zauberstoff auf Platz 1. Und dann weiss er, wenn ich IT noch lerne, nachdem ich Deutsch gelernt habe, dann bin ich in der ganzen Region, habe ich den höchsten Lohn. Das heisst, ich habe dann nicht nur den höchsten Lohn innerhalb von dem Land da mit den 1 oder 2 Millionen Bürgern, sondern ich habe den höchsten Lohn in der Länderumgebung, vielleicht 10 bis 20 Millionen Bürger. Dann habe ich dort einfach den höchsten Lohn. In der ganzen Region habe ich den höchsten Lohn. Ich bin der, was auch immer. Also, ist ja, also, die haben so ihre Begriffe, das ist lustig. Die würden sagen, ich bin dann der, was auch immer, oder? Wisst ihr, was ich meine? Werner Kirsch macht dort Sinn. Aber nicht Bahn in der Schweiz, Pionier. Und kann ich jetzt die Geschichte ändern? Es passt nicht mehr. Das Bild, das man vermittelt. Sondern Werner Kirsch stimmt für alle anderen, nur nicht für den Erstplatzierten. Wer ist der Erstplatzierte? Schweiz. Pionier. Kannst du nicht als Feindbild, was willst du da? Wenn wir da am Schwanenplatz aufhängen, hey, schaut, die höchste Löhne, Umgebung, umliegende Länder, und ich sage mir, die Schweiz ist auf dem ersten Platz oben. Ja, das ist gut. Fangen wir? Ja, wir auch. Jetzt bleiben wir. Und warten, bis der Zweitplatzierte, Erstplatzierte. Merkt ihr, dass der Werner Kirsch keinen Sinn macht? Das ist der beste Strateg überhaupt. Es gibt keinen besseren Strateg als der Werner Kirsch. Aber der macht keinen Sinn für uns. Für den Pionier macht er keinen Sinn. Wir müssen doch können, Literatur kritisch hinterfragen. Wir müssen doch wissen, passt das für uns oder passt das nicht für uns? Ja, und dann geht es also weiter. Ja. Ich habe mal eine Idee gehabt, gute Geschäftsidee für so ein Produktivitäts-Taskmanagement-Tool. Haben aber sicher noch andere Leute Zugriff drauf. Ja, also, wird sicher nicht mehr draus, aber hätte ich das, was ich haben sollte, das wollte ich als nächstes aufbauen. Ein interessantes, produktives Taskmanagement-Tool. Eins, was super ist. Ja, ich kann es immer noch umsetzen. Ich glaube, ich könnte es besser umsetzen als jeder andere. Aber ich brauche, also sobald mein Geld da ist und meine Sachen laufen und alles, ich kann sehen, dass ich mal mit jemandem zusammenhocke und über das rede. Aber ich sage dann, wie es läuft und wie man das machen muss, damit es funktioniert. Dann
is het algemeenste probleem. En dan met een bron, die komt het niet terecht op het stoel. Toen de cijfer zo. Toen ik een extra video's maken. Ja, dat is pas niet hoor. Ja, dat is sowieso. Dat is goed. En dan vast ik dat nog wat samen. Dus we gaan niet die gelijke methode voor het rijkste land in Europa en voor het ärmste land in Europa übertragen. En omgekeerd ook niet. We gaan niet die gelijke methode van het ärmste land in Europa op het rijkste land in Europa übertragen. Heißt also, wenn ich jetzt hier bin, jetzt habe ich hier eine Gruppe Schweizer Mitarbeiter. Ich rede mit denen anders, als zum Beispiel mit einer Truppe von meinem Herkunftsland Mitarbeiter. Wenn jetzt hier irgendjemand kommt, sagt er, schau, wir wollen bewerten, wie sie mit den Leuten umgehen. Und dann schaue ich, wie ich mit Leuten im Ausland umgehe und sage, ja, mir uns gefällt das gar nicht, aber es hat Erfolg. Und wir machen das hier auch. Nein, es macht keinen Sinn. Dann rede ich mit den Leuten natürlich anders. Und das andere Reden mit Leuten hier hat Erfolg hier. Und dann sage ich, ja, hey, das hat hier Erfolg. Komm, wähle das hier unten an. Das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich so Sachen soll erklären. Für mich ist das. Völlig klar, dass es keinen Sinn macht. Man muss anders vorgehen, dort und hier. Ja, intuitiv wäre. Ja, da geht es um so allgemein etwas, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber das mache ich in extra Videos. Ich weiß schon, wenn ich die Videos noch nenne. Ich habe zwei Titel gehabt, ich muss es noch aufschreiben. Schreiben wir es nachher auf, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber bei den Titel fällt mir nicht mehr aus dem Kopf. Gehabt. Ja, und das sind so Gedanken. Zum Teil schon Gedanken vor einem Jahr, finde ich schon. Ja, das ist überaltert. Das finde ich schon, das ist peinlich, was ich dort überlegt habe. Und du hast selbst überspringen. Nicht alles. Ja, aber ich wollte damit aufzeigen, auch, ich finde es das wichtig, dass man sich Gedanken notiert. Ja, ins Buch drin, oder jetzt habe ich eine neue Methode, ich mache es direkt öffentlich. Ja, so, wenn ich zum Teil zurückschaue, denke ich, was habe ich da nicht? Ja, und dann merkt man, wie schnell man sich entwickelt durch das Lesen von Büchern. Da habe ich so ein lokales Problem angeschaut. Dann auch wieder. Zum einen soll nicht nur vor Gefahren gewarnt, sondern auch Gelegenheiten möglichst frühzeitig erkannt werden. Als Pionier Gelegenheit erkennen. Ganz eine gute Gelegenheit ist es, sich mit dem Grundeinkommen auseinanderzusetzen. Meine persönliche Meinung. Ja, und das geht auch noch mal weiter. Aber wisst ihr, wenn ich jetzt noch weiter über das rede, dann habe ich ein Gefühl, ich wollte nur noch. Also zum Beispiel, oder Pionier. Und mir habe ich wirklich das Gefühl gehabt, mir ist auch wie übersättigt gesehen von dem, dass wir eine Sprachenvielfalt hier haben, ne? Vier Sprachen. Ich habe das Gefühl gehabt, ne? Wir hätten wirklich
Dus in mijn herkomstland, mijn liefste nog van de Nederlanders, die moet zeggen, wel eens land, hè, zo alle 3 maanden zegt ze, wat zo gewoon, hoe beweegt zich als land hier, hè? Positionen, hè, de Abstände richtig machen, hè? Dus man sieht, okay, persönlich sind wir an dem Land, so weit sind wir an dem Land. Habe ich das Gefühl, anstatt dass man das dort macht, habe ich das Gefühl, das haben wir hier gemacht, dann hat man sich gesagt, wir sind schon zu oben, ja, aber nicht. Und dann hat man sich gesagt, ja, eine Sprache, Vielfalt, ja, ich wollte nicht. Eine zweite Sprache. In meinem Land kennen und irgendwie am besten, komm, wir sagen niemandem, dass wir mehrere Sprachen reden, vielleicht vergessen es alle. Man hat sich fast geschämt, dass man so weit oben ist und hat sich gesagt, hey, komm, wir müssen uns langsam so ein bisschen wieder abbewegen, wenn wir nicht, der Abstand nicht zu gross ist. Halten wir doch den Abstand und vergrößert ihn noch, wieso nicht? Wo ist falsch dran? Ja, auf das habe ich da wieder hindeuten. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. So ein Sättigungsgefühl von, hey, wir können 4 Sprachen reden. Und wenn es trotzdem gut mit dran. Ja, dass man sich, ja, da, wie man muss vielleicht kritisieren, habe ich ein bisschen angeschaut. Dann sonst noch gewisse Sachen. Und da bin ich ein bisschen tiefer rein in Werner Kirsch und habe aus dem aus einer Strategie abgeleitet. Da vielleicht das könnte ich noch kurz erwähnen und dann kommt der Rest im nächsten Video. Task erstellen Strategie für die Schweiz. Das habe ich mir selber als Task und ich verwende dabei verschiedene Vorangehensweisen. Die IT-Strategie, früher habe ich es auf den Film gegeben, die IT, wo umgeflogen ist und mit dem Velo ist die ganze Welt um. Du bist ein IT und stellst dir die Frage, wie kann ich die Welt am schnellsten leiten? Zu was Strategie erstellt? Hast überleistet, wie die Schweiz sich behaupten kann. Es gibt Top-Down und Bottom-Up. Und das ist eher so ein Top-Down-Ansatz. Man schaut zuerst oben und dann überlegt man sich, was für uns da unten zu tun ist. Zeige anhand dem deduktiv-autonomen und induktiv-explorativen. Das werden deduktiv-autonom wahrscheinlich. Vergleichsstrategie, genau. Ansatz, warum die Schweiz wagen muss, den deduktiv-autonomen Ansatz zu verfolgen und nicht den induktiv-explorativ. Einfach noch schauen, was das bedeutet. Induktiv-explorativ. Aber wie Pionier wäre doch dann induktiv-explorativ. Wir müssen aber trotzdem den deduktiv-autonomen Ansatz angehen, um die Umwelt analysieren und dann den induktiv-explorativen wagen. Wahrscheinlich und so etwas. Was habe ich da noch drin? Pionier in Energie hätten wir können sein, haben wir verpasst. Pionier in Social Design, das können wir mit dem Grunde kommen. Aber ich mache es so: Ich werde beim nächsten Video am Montag machen mit dem Video, mit dem weiter und dann mache ich genau da weiter. Task erstellen, eine Strategie für die Schweiz. Ich glaube, ich werde das nochmal kurz erwähnen. Und dann gehe ich weiter. Ich glaube, ich werde bei den Notizen werde ich noch 1, 2 Videos machen und dann ist es dann schon gesehen. Wieder können wir schauen, wenn der 17.03.2023. Ich hoffe, das Video kann ich sofort online stellen. 12.31.17.03.2023. Kostenzahlen. Ja. Es ist heute, weiß ich, dass heute ist. Heute ist heute, hä? Nochmal. Heute bin ich auch schon einkaufen, irgendwo hier. So viel. 10.25 Uhr. Wieder kleiner Schaden. Grenze Straße 19, 6.10 Uhr. Ist meine Handynummer. Den Rest kennt ihr schon. Kleiner Schaden, grendel.ch ist meine. Ja, meine Webseite. Die Videos habe ich auf flammoschalagrendel.ch/LU251123 veröffentlicht. Ich habe das auch das gut gemacht. Aber Texten unter flammoschala.grendel.ch slash Grundeinkommen zu sehen. Meine E-Mail-Adresse lautet flammoschala.grendel@gmail.com.
Semantic.